Hi! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin der Paul von der Kaffeekommune und heute geht es eine kleine Box. Diese Box, und da ist ein seltsames Symbol da drauf. Sieht ein bisschen aus wie eine Kaffeekirsche. Und hier oben steht cupping.de drauf. Und zwar ist das ein Projekt vom Cremer Magazin. Und die bringen, ich weiß gar nicht in welcher Frequenz, bringen die eine Box heraus mit unterschiedlichen Röstern. Und diese Box ist wie ein Cupping aufgebaut, also standardisiert. Man weiß nicht, welche Kaffees wo sind, sondern kann das dann nach dem Cupping über QR-Codes rausfinden. Ich mache die jetzt mal auf. Ich habe die jetzt auch noch nicht aufgemacht, sondern ich wollte die gemeinsam mit euch aufmachen und den Ablauf dieses Cuppings einmal mit euch ausprobieren und mal schauen, wie die Kaffees so schmecken, die drin sind. Warum mache ich das? Muss ich jetzt schon auch sagen, ein bisschen in eigener Sache. Natürlich, weil das Cremer Magazin bzw. der Manuel, den wir auf dem Frankfurt Coffee Festival ja getroffen haben. Ich bin der Manuel und ich arbeite für das Cremer Magazin. Mich angefragt und gefragt hat, ob ich nicht einen Kaffee beisteuern möchte. Und das habe ich getan, also es ist nicht ganz uneigennützig, aber trotzdem, versuche ich das ganz unvoreingenommen, das Cupping mit der Cuppingbox so zu machen, wie sich das Cremer Magazin das gedacht hat und das auszuprobieren. Und deswegen habe ich für diese Box auch zugegebenermaßen, sage ich ganz ehrlich, nicht bezahlt, weil ich sie einfach zugeschickt bekommen habe als Dankeschön dafür, dass ich denen den Kaffee geschickt habe. Fair enough. Dann lasst uns das Ding doch mal auspacken und gucken, was da drin ist. So, also wir haben jetzt hier, wir haben da Close-Ups von natürlich. Wir haben hier zunächst einmal, also was mich direkt anspringt, ist hier so ein Cupping-Löffel. Den will ich mir mal anschauen. Mit dem Logo eingraviert, von der Cupping-Box, also cupping.de in dem Fall. Und der ist von Wright Silverware. Das ist natürlich eine englische Firma. Also es ist ein ganz klassischer, echter Cupping-Löffel. Damit, mit sowas cuppe ich auch immer. Es ist natürlich ein sehr schönes Side-Effekt, so eine Box zu haben und dann so einen hochwertigen, schönen Löffel dazu noch zu bekommen. Dann habe ich hier das Third Wave Water, was mit dabei ist. Das reicht für 2 Liter Wasser. Finde ich cool, weil man dadurch halt sicherstellt, dass jeder, der die Cupping-Box ausprobiert, auch das gleiche Wasser hat. Und dann habe ich hier eben die standardisierten Kaffees. Das heißt, ich habe hier auf der Cupping, in diesen Gläsern ist der Kaffee. Ich mache die jetzt noch nicht auf, sondern ich schaue sie mir dann erst, ich mache sie erst auf, wenn ich sie kappe. Und hier steht einzig und allein der Buchstabe des Kaffees, in dem Fall Kaffee A drauf. 5 verschiedene Kaffees sind drin, A bis E. Und auf dem Etikett finde ich dann den QR-Code, worüber ich offensichtlich dann zum Kaffee komme. Aber das probiere ich später aus. Das heißt, ich weiß jetzt selber nicht, welcher dieser Kaffees der Kaffee ist, den ich beigesteuert habe. Das werden wir sehen. Außerdem ist hier ein kleines Booklet dabei. Und das ist auch sehr schön gemacht. Farmer Roaster You, also das Design im Allgemeinen ist doch gelungen, finde ich. Und stringent. Und dann haben wir jetzt hier ein kleines Büchlein, was hier dabei ist. Und da kann man sich dann sozusagen Notizen zu jedem der einzelnen Kaffees machen, auch über so ein Spinnennetzdiagramm. Mal gucken, ich werde das mal ausprobieren. Normalerweise kappe ich mit sowas nicht, sondern mit dem normalen Scoresheet. Aber lasst uns doch mal auschecken, wie das schmeckt, wie das funktioniert und ob die Kaffees da drin auch lecker sind. Aber erstmal brauche ich destilliertes Wasser. Ab zur Tanke. Ich baue das Cupping auf, wie ich immer ein Cupping aufbaue. Könnt ihr euch mal auch hier Video mal anschauen. Andere Seite, ne? Hier ist es. Da ist es zum Cupping, wie wir Kaffees verkosten. So baue ich das jetzt auch auf.
Also ich habe den Kaffee, ich habe die Kaffees jetzt probiert. War ein spannendes Cupping. Ich kann es auch auflösen, weil diese aktuelle Cupping-Box ist schon ausverkauft. Also ihr könnt die jetzt nicht kaufen, ne? Wenn das Video released wird. Und ich möchte jetzt mit euch einfach mal die Kaffees durchgehen und vorneweg noch ein bisschen allgemeiner was sagen. Also einmal hier dieses Notizbuch ist schon gut gemacht. Also ich meine, es soll aber eine Hilfestellung sein für Leute, die nicht gewöhnt sind zu kappen. Also für mich war es eher schwieriger, mich hier an ganz neuen Faktoren zu orientieren, wenn ich doch ein ganz anderes Scoresheet, also das SCA-Scoresheet, gewöhnt bin. Und habe das so ein bisschen abgewandelt, habe trotzdem versucht, das jetzt ordnungsgemäß zu machen. Ansonsten habe ich es ein bisschen anders benutzt. Ich gehe jetzt einfach mal die Tassen durch und sag mal, was ich dazu geschrieben habe. Und dann gucken wir, löse ich das auf und scanne mal den QR-Code ab und schauen mal, welcher Kaffee sich dahinter verbirgt. Also bei Tasse Nummer 1, das ist Tasse Nummer D gewesen, habe ich am Anfang vor allem so Nuss, Schoko, Karamell, aber dann hinten raus im Geschmack auch eine spritzige Säure, auch ein bisschen holzig, halt so Limette, Bitterstruktur, ist relativ stark und aber weniger Körper als der Geruch zu vermuten lässt. Jetzt schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ich habe hier einen kolumbianischen Kaffee von Prolog aus Kopenhagen. Und ja, also interessant, sehr interessant. Ich habe die Bitterkeit anders gescored, also man sieht dann auch dieses Spinnendiagramm und so. Und ich bin so ein bisschen auch in die Richtung Mittelamerika gegangen, weil ich habe dieses Nüssige, ich habe so karamellisierte Mandeln und sowas. Das fand ich sehr nice. Und dann im Geschmack kommt aber eine spritzige Säure mit durch. Ein bisschen mehr was Tomatiges hätte ich mir vielleicht gewünscht jetzt bei dem Kolumbianer. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Kaffee gewesen. Ich habe in der Aromenbeschreibung saftig. Ja, Checkbox auf jeden Fall. Mango. Dafür hat er mir nicht genug Süße. Orange gehe ich auch noch mit. Ich hätte das noch ergänzt um Grapefruit und Limette und ein bisschen Karamell und so. Aber sehr interessant. Tasse Nummer E, das ist diese hier. Tasse Nummer E, ich muss ein bisschen blättern. Tasse Nummer E, hier bin ich. Also, habe auch erstmal so am Anfang etwas... habe am Anfang mir so ein bisschen eher was Nussiges, aber auch irgendwie was Unangenehmes aufgeschrieben, auch ein bisschen holzig im Geschmack. War das dann aber nicht so, sondern wurde eigentlich ganz schön. Ich habe so eine schöne Kirschnote drin, eine sehr schöne Sweetness, aber auch sowas von Tannennadeln, sowas Holziges, aber in einem positiven Sinne. Fand ich sehr spannend und die Tasse hat mir auch gut gefallen. Also schon mal zwei gute Kaffees auf dem Tisch gehabt. Das freut mich. Also gucken wir mal weiter, was das ist. Kaffee Bla aus München. Es ist natural, ganz klar, muss ein natural sein bei der Sweetness hier und kommt aus Burundi, also ein afrikanischer Kaffee. Varietät ist ein Red Bourbon. Okay, das passt. Und die haben hier beschrieben Himbeer, Blaubeer, Veilchen. Ja, ich finde also Kirsch ist auf jeden Fall auch noch da und der hat eine krasse Sweetness und die haben sie hier ähnlich hoch gescored. Weniger Säure, aber empfinde ich das jetzt so, als es hier gescored wurde. Und die Bitterstruktur ist positiv, aber sie ist auf jeden Fall da. Also ist auch ein sehr schöner Kaffee. Kommen wir zur Tasse Nummer hier drüben. Das ist der Kaffee Nummer C. Das ist relativ offensichtlich der Kaffee, den ich hier in die Cuppingbox mitgebracht habe. Ein Washed Ethiopia durch und durch. Eine sehr schöne Tasse. Also ich habe hier, ohne sie jetzt unnötig loben zu wollen, ich habe jetzt auch noch nie nachgeguckt, aber auf jeden Fall super floral, Bergamot, Kaktusfeige, also so ein typischer Earl Grey Tee Charakter. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag auch so Kaffees persönlich sehr gern und deswegen habe ich den auch in die Cupping Box mit reingegeben. Spannend in der Kombination mit Kaffee Bla Burundi Natural. Das ist eine tolle Kombination und hier dem Kolumbianer von Prolog. Also es ist insgesamt, diese Tasse, wie gesagt, sticht raus, über die möchte ich am Schluss sprechen. Aber das ist einfach schon mal eine sehr breite, schön ausgewählte Range, weil wir haben zwei sehr unterschiedliche Kaffees aus Afrika und wir haben hier was aus Mittelamerika, was aber auch eine ordentliche kolumbianische Qualität ist. Und ich nehme jetzt mal einfach an, dass der letzte Kaffee auch aus Mittelamerika kommt. Viel Sweetness, viel Körper, wenig Säure, nicht röstig, was ich schön finde und ein interessanter Kaffee. Auch wenn ich ihn jetzt persönlich vielleicht nicht als erstes auswählen würde. Nuss, Nougat, Schoko ist drin. Hier ist noch beschrieben Honig. Ja, gehe ich mit. Mandel, finde ich die andere Tasse mehr mandelig. Finde auf jeden Fall eine süße, schöne, runde Tasse. Die Tasse, die raussticht, wo ich auch finde, dass sie nicht zum Cupping passt, weil sie overpowering ist. Riecht artifiziell. Ich habe hier Veilchen, dann so diese Erdbeersahnebonbons, diese Cremina Erdbeersahnebonbons, so weiß-rot gestreift.
Also man schmeckt das Processing, unklar, was das für ein Kaffee ist, wo der herkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein fancy Processing-Kaffee. Schauen wir doch einfach mal, was es ist. Fried Heads aus Holland, ein 144 Stunden anaerob fermentierter Kaffee, also ein fancy Processing. Und ja, also viel Süße, awkward Süße. Ist nicht ein Kaffee, den ich jetzt so trinken würde. Spricht auch nicht für die Origin, sondern spricht eigentlich nur für das Processing. Also für mich eher langweilig, die anderen Kaffees spannend und unterschiedlich und gut ausgewählt. Also gut ausgewählt, vor allem gefällt mir diese Kombination mit zwei Mittelamerikaner, zweimal hier Afrika und ein fancy Processing, bei dem die Origin ein bisschen egal ist. Ja, Resümee, ist diese Cupping Box ihr Geld wert, kostet 29 Euro. Es sind in der Summe 60 Gramm mal 5 Tassen, 300 Gramm Kaffee drin. Und es sind sehr interessante, spannende Kaffees. In Kombination mit einem wunderschönen Cupping-Löffel und dem Third Wave Water und der Experience, die ich habe über diese QR-Codes und den Gläschen und so, absolut sein Geld wert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Hab sehr viel Spaß gehabt, hier die anderen Röstereien auch auszuprobieren. Das ist etwas, was ich jetzt, sag ich mal, was wir regelmäßig machen, dass wir Kaffees cuppen, auch von Röstereien, die hier auf dem Tisch sind und die gegen unsere Kaffees probieren und so und schauen, wo stehen wir eigentlich. Und ich finde, es ist eine gelungene Auswahl mit zwei sehr unterschiedlichen, interessanten Kaffees aus Afrika. Wir haben hier zwei Kaffees aus Mittelamerika und ein Fancy Processing, wo die, sag ich mal, wo die Origin so ein bisschen egal ist. Aber es ist eine sehr schöne, interessante Auswahl, die eine vielfältige Range bietet. Für wen ist das die Cupping Box was? Für wen ist die Cupping Box etwas? Natürlich für die Leute, die Bock auf Sensorik haben, die gerne Sachen ausprobieren und an Geschmack ihre Freude haben. Insofern, ich glaube, für alle ist das, was die diesem Channel folgen. Ich wünsche euch, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dem Cupping und diesem Video. Und wenn ihr Fragen dazu habt, stellt einfach, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich versuche adäquat darauf zu antworten. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder um Kaffee mit mir hier auf diesem Channel geht. Like, subscribe, habt eine gute Zeit.